Ein herzliches Quacken willkommen zu einer weiteren Folge Minecraft Verschollen hier auf dem schönen Dach unseres großen Baumhauses. Hier neben mir mit dabei der liebe Minjas. Guten Abend, guten Tag, guten Morgen. Guten Morgen, Sonne geht gerade auf. Und ja. Natürlich auch wieder mit dabei, darf nicht fehlen, die liebe Kyrion. Hallo ihr Lieben. Ich sehe es allerdings gerade nicht. Ohne Shader sieht die Gruppe nur halb so schön aus. Das stimmt, wir haben Shader allerdings ausgemacht, weil wir wollen auf Enderfestung-Suche gehen. Und haben Angst, wenn die Sonne uns ins Gesicht strahlt, dass wir die Enderperlen nicht so ganz am Himmel verfolgen können. Genau. Müssen wir da schnell sein in die Richtung? Wir sehen, die fliegt in eine Richtung. In die Richtung müssen wir laufen. Wir sehen ungefähr, wenn sie nicht verschwindet, wo sie runterfällt, sammeln die dann wieder auf und werfen dann wieder, beziehungsweise laufen erstmal ein bisschen in die Richtung. Ja. Und dann werfen sie irgendwann wieder. Und wenn die Richtung sich ändert, werden wir immer genauer sozusagen. Jetzt sind gerade endlich die Remove, das heißt die Zeitpunkt, um das Ding zu werfen. Papse. Okay. Also demnach hier in die Richtung. Südost. Ziemlich genau. Mhm. Hier irgendwie runter. Oh. Du wolltest aber gerade noch was sagen. Kyrion, hat's angefangen und dann. Bist du runter? Wo? Keine Ahnung, weiß ich nicht mehr. Wichtig. Weiß ich mehr, was da war nicht wichtig. Aua. Aua. So, ich habe hier noch ein bisschen Kohle. Ich bin unter und gluck, gluck, gluck. Also ohne Shader ist auf jeden Fall mehr zu sehen. Ja. So kann man es festhalten. So ganz überzeugt bin ich noch nicht, aber wahrscheinlich, wir nehmen ja viele Folgen im Voraus auf. Das heißt, wenn ihr diese Folge seht, habt ihr wahrscheinlich unter die Folge, die jetzt schon am Sonntag gelaufen ist, habt ihr bestimmt schon drunter geschrieben, was mit dem Shadern so sie da so eingestellt hat. Kann. Ich komme nicht. So, wo bist du? Weiter Richtung Südosten. Bin gerade völlig verplant. Lohnstaub und dieses Magma-Schleimzeugs gehört aber eher in die... Du bist irgendwie leiser geworden. Wer, ich? Nee, jetzt, okay, alles klar. Oh, ich würde sagen... Entschuldigung. Gesundheit. Die Frage ist, Lohnstaub und Magma-Creme... Ist ja eigentlich ein Mob-Drop, aber könnten wir ja theoretisch auch in die Truhe aus dem Nether packen, oder? Richtig, ja. Ich pack das mal in die Kiste aus dem Nether. Von was redet ihr? Lohnstaub und Magma-Creme? Magma-Creme? Ja, klingt wie ein Werbeslogan. Mit Vanille. Lohnstaub und Magma-Creme. Oder wie eine Metal-Band oder sowas. Lohnstaub und Magma-Creme, jetzt neu, Hardcore. Willst du nochmal werfen oder hast du nochmal geworfen? Gehen wir jetzt hier neben auf den Berg und werfen einfach nochmal. Aber ich schätze mal, die wird immer noch weiter in die Richtung gehen. Wenn nicht, wären wir direkt ziemlich nah schon dran, was ziemlich geil wäre. Sieht man die nicht oder was? Die sind meistens unter der Erde und da sind dann auch diese bösen Steine mit den Silberlingen drin. Oder wie heißt Silberfische? Ja, mit den, keine Ahnung, wie der Minjas die genannt hat. Ja, Silberfische heißt es auf jeden Fall. Ja, aber du hast sie anders genannt. Oh, was jetzt? Aber bei dir gerade auch kurz ein Ruckler? Aber nicht so knapp. Nee, bei mir auch gut. Ich bin so ein bisschen Space Engineers geschädigt, weil da hatten wir ja 2-3 Folgen lang hatten wir richtig Probleme. Ja. Das läuft zum Glück wieder. Nee, ich glaube, das hat sich einfach hier das Biom aufgebaut. Ja, wahrscheinlich. Die Savanne. Ist jetzt hier links neues Biom auch, ja. Gut, können wir ein bisschen was an Essen dabei. Aber es ist fast genau südöstlich. Ein bisschen mehr zu Süden hin. Oh, wir haben ein Dorf gefunden. Ja, super. Markieren. Gib mir gleich mal bitte die Koordinaten durch. Wegpunkte. Unterwegs. Mit neuer was ist mal nochmal ein Wegpunkt? Dorf. Mit B, glaube ich. Ja, B. Sag mir B, mal die... wie Punkt. Genau. Und jetzt sag mir mal X. Ja, warte. Ich muss hier markieren. Am Brunnen. Am Brunnen. So, B... X 743. Z 770. Und Y 71. Ist richtig was los im Dorf? Das ist richtig groß. So, und ich sehe die Punkte nicht, weil ich sie ausgestellt habe. Jetzt sieht man auch wieder hier Dorf 1. Ich muss schon wieder was fressen, ich kann nicht mehr laufen.
Schnitzstück Hallo. Ente. Wo seid ihr denn? Nee, nur ein Stück Chicken. Wo seid ihr denn? Ich sehe euch gar nicht. Das ist es nicht. Teleportiert hat sie sich. Nein, würde ich nie tun. Die alte Cheaterin. Hallo. Dorf, ich bin da, ich bin da, ich mach's platt. Da. Die alte Cheaterin. Nein. Glaube ich ja wohl nicht. Habt ihr das gesehen? Lasst euer Kommentar dazu in den Beschreibungen. Oh, hier sind ja richtig viele, richtig viele. Lasst einen Kommentar dazu. Ich weiß, wie wir das nächste Mal, wenn wir zusammen irgendwas farmen gehen wollen, die Kyrion dazu bringen. Hm. Auch wenn sie keine Lust hat. Hm. Dorf. Oh, wir haben ein Dorf gefunden. In Neta. Neta in der Höhle oder so. Ich habe mich auch ganz schnell wieder zurückgepottet, Jungs. Nur so zur Info. Wer hätte ruhig da bleiben dürfen? Nee, ich gehe gleich wieder. Aber es Und willst du nochmal werfen hier. Von hier oben? Hier bei dem Hügel da vor uns sozusagen. Würde ich werfen, nicht, dass die hier im Wasser runterfällt. Da habe ich nämlich keine Lust, im Wasser zu suchen. Verschwindet die eine Zeit lang? Die verschwindet irgendwann. Die bleibt so, fliegt in die Richtung, in die die Festung ist. Bleibt dann kurz in der Luft stehen und entweder verschwindet sie dann im Ende sozusagen oder fällt wieder auf den Boden. Achso, wenn das Ende nah ist? Die kann auch in den Boden fliegen. Manchmal habe ich sie schon geworfen und dann. Hier ist noch ein Dorf. Are you serious? Das okay, ist wir sehr werfen geil. Bei dem Dorf. Mädels, wisst ihr, was ich gerade gefunden habe? Ich habe einen Tempel gefunden. Gerade finden wir aber auch alles, ne? Wenn wir jetzt noch die Endfestung in der Folge finden, ich habe richtig abgefahren. Ich habe hier... Guck das mal rechts an. Ich habe hier was Orangenes gesehen und das ist von... Oh Gott. Wow. What? Das ist ja mal... Was habt ihr denn da? What? Oh mein... Das Biom-Generator hat ein bisschen... Das sieht geil aus. Boah, ist ein Hammer-Ding. Ein riesenhoher Berg, so wie als hätte Daumen Gottes hätte mal so durchgedrückt durch die Erde. Und da fließt die Lava runter auf einer Seite. Aber da brennt auch der ganze Wald nieder. Ja, ja, ja. Also wir markieren jetzt erstmal das zweite Dorf. Zweite Dorf, dann gehe ich aber noch näher an den Berg. Beziehungsweise der ist jetzt wieder kein Dorf. Ich hab Angst. Auch wieder ein großes Dorf. Auch wieder, guck mal, mit ganz vielen Häusern dazu. Mach hier B. Ihr verarscht mich. Dorf 2. Stimmt, weil wir es gesagt haben, ne? Aber jetzt könntest du dich sogar wirklich mal her teleportieren. Ja, warte gleich. Weil Moment. Der Berg sieht richtig geil aus. Ja, ganz klar. Moment, ich muss mich hier gerade todesmutig runterbuddeln. Nix teleportieren hier, alte Cheater. Nein, tue ich nicht. Und die Elemente sind vereint. Wasser rinnt den Berg runter. Lava auf der rechten Seite, aber also sehr sowas großflächig. Sowas habe ich aber ohne Mod oder ohne World Editor sozusagen noch nicht gesehen, so einen großen Berg im Minecraft. Wie war das? Ich kann TNT mit allem abbauen, ne? Ja, oder? Du, nein, doch nicht. Ja. Also wenn es anfängt zu blinken. Dann ist es schon zu spät. Oh, jetzt dann mal bitte nicht werfen, die Enderperle, weil 20 Sekunden removed. Ja, habe ich gesehen. Boah, ich glaube, ich mache noch mal hier kurz Shader Pack an und guck mir das Ganze mal an, ob das da so toll aussieht. Ich glaube, in der Nacht wird es noch cooler wirken. Okay. Shader. Einmal hier neu laden. Ja, schade. In der Nacht wird es richtig geil aussehen. Bin mir ziemlich sicher. Jetzt baut sich der Berg gerade bei mir auf. Ja, bei mir auch. Geht die Sonne schon wieder unter? Habe ich noch, Ja, die Sonne geht unter, ja. Ich habe noch schön. Wasser einstecken. Ich mache jetzt... Trick 17 mit Anlauf. Weil wenn ich jetzt hier was abbaue, passiert nicht so viel. Sieht Hammer aus, ja. Oder? Richtig Hammer aus. Vor allem, wenn es gleich Nacht wird, dann gucken. Oh, warte mal, das machen wir gerade ab. Es geht ja relativ zügig. Das sagen. So, ich habe TNT abgebaut. Weil Lava leuchtet richtig cool. TNT abgebaut. Sehr nice. Ja, So. Los, Sonne, geh unter. Sammle ich jetzt noch ein. Gerade mal zu so einem Dorfbewohner und guck mal, was der mir so verhandeln will. Das sind doch Gangbad. Das sind doch die Sounds aus Star Wars, oder? Oha, der Villager ist richtig gut. Wieso? 10 guckt Fisch. Müssen wir den bezahlen, wir kriegen schon einen Emerald dafür. Mit 10 gekochten Fischen? 15 Raw Chicken für einen Emerald. Ich hab 26. Ach, Raw. Okay. Hier 9 guckt Fisch, also die haben hier gute Preise. Aber rohes Dings haben wir genug. Nee, rohes Hühnchen haben wir gar nicht, oder? Doch, rohes Hühnchen haben wir auch in der Farm liegen. Ich weiß zwar nicht, wie das passiert, dass... Die Sonne geht unter. Ente.
Ente, komm zu mir, gib mir deine Hand, es wird romantisch. Romantisch, ja, ich muss hier gerade noch die Preise mal. So, Mädels, wo seid ihr? Ich komm zu euch geflitzt. Nee. Ihr habt gesagt, ich soll zu euch kommen. Nein, das ist ja, nicht doch, erlaubt. Ja, doch, das kann man. Na gut, ich geb dir die Koordinaten. Aber es wird dunkel und ich habe Angst. Ich sag dir die Koordinaten und zwar. Alter. Quatsch, habe ich ja oben eingeblendet in der Minimap. Plus 997. Plus ja. 1099. Ja. 79. Land jetzt auch nicht in der Lava, oder? Natürlich. Erstmal Gott mal angemacht, in die Lava gestellt. Komm doch. Also du musst aber jetzt hier zu mir kommen. Also die Lava, die sieht schon... Ich sehe das. Ich habe es ja in beste hier, Sicht. Ja. Richtig geil. Eine Burns. Geht siehst der, du den Berg schon? Geht der bis über laden? Die Wolken? Das sieht ja geil aus. Ja, ich habe die Wolken jetzt aus, aber wahrscheinlich schon, ja. Krass, ja. Der ich geht richtig hoch. Aber jetzt ja, hier cool. Das Shader. Sieht schön aus. Das ist dann mein Dorf, hier ziehe ich hin. Es tut mir leid, Jungs, ich verlasse euch jetzt. So, Shader aus. Wir wollen ja Enderperlen suchen. Genau, und wir werfen die jetzt auch von hier oben. Ja. Oh. Perfekt. Das heißt, wir sind ganz in der Nähe. Das heißt, wir sind ganz in der... Das ist doch nicht euer Ernst, dass wir hier alles auf einmal finden. So, werf nochmal, oder? Oder? Ich gehe jetzt hier auf den Berg nochmal, so eine kleine Anhöhe. Okay, ich halte dir mal die Zombies vom Leib. Nee, erstmal esse ich was. Du hast gleich 5 Zombies hinter dir. Ist hier keine Schmiede? Easy. Easy. Eine Hexe. Da war noch einer. Zombie. Ich sag ja 5. Und ein Creeper-Ding. Also ich finde auch ohne Chainer-Mod sieht das mit dem Lava-Berg echt gut aus. Ja. Und so einen riesigen Berg habe ich wirklich von Standard-Minecraft noch nicht generieren gesehen. Okay, wir müssen noch ein bisschen noch weiter in zurück? Die Richtung. Die ist verschwunden. Wo? No. Wer ich? Ich bin noch hier im Dorf. Die Enderperle. Nee, jetzt habe ich eine Hexe am Arsch und alles überhaupt. Ich Hilfe. Was machen Sachen? Throw it. Drüben auf dem Berg nochmal gucken. Nee, so weit. Nee. 10 Meter. Okay. Aber wir sind ja schon ganz nah. Ich spüre es schon. Aber wir sind doch hier Mann. Drüber. Nein, du hast hier geworfen und wir sind dann über den Fluss rüber gehupft. Du blöde damit sie nicht, Hexe. Damit sie nicht im Fluss landet. Stimmt, also das kann. Ich habe das bei dem Fluss gerade auch gemerkt. Das muss hier irgendwo unter uns sein. Und dann throw it. Werf einfach. Okay. Nein, die ist geplatzt. Mist, aber hier muss irgendwo sein. Also gehen wir nochmal oben auf den Berg rauf, oder? Geh doch nochmal auf den Berg, ja. Aber wir haben sie doch da oben geworfen, dachte ich. Ist es hier dann in dem Punkt, wo sie anhält, oder was? Nee, die... Warte mal, hier neben hoch. Hatten wir hier keine Schmiede? Warum hat das Dorf keine Schmiede? Oder war das da drüben der Fluss? Hast du sie wieder? Ja. Hab sie wieder. Okay. Dann nochmal hier, oder? Nicht oder hier links drauf. Werf sie einfach nochmal jetzt. Ja. Nee, geht noch weiter. Ab, drop. Kaputt. Nein, die ist schon wieder kaputt. 4 Stück haben wir noch. So weit sind wir ja aber nicht entfernt. Nee, so weit kann es nicht, weil wir haben sie am Dorf geworfen, meine ich. Wo seid ihr denn? Hier ist ein guter Punkt. Hallo. Wir sind am Dorf 1 sozusagen. Nein, wieder. Doch, da ist er. Nein. Nee, ist der Platz. Aua, Penner. Also ihr seid zum Dorf 1 zurückgelaufen, ja? Ja, genau. In der Nähe sind wir ja. Okay. Das bleibt spannend. Haben einen schönen Cliffhanger für die nächste Folge. Blabab, wir finden die jetzt noch. Aber jetzt, dass hier alle verschwinden, ist auch kacke. Die ist auch weg, oder? Nein, da ist er. Ich hab sie. Darf ich mal werfen? Ja, klar. Aber weiter, oder? Ein paar Meter noch laufen, ja. Besten um die Creeper rum. Keine Lust. Angst. Hä, aber sind wir so weit zurück? Wir haben doch dazwischen nochmal geworfen. Oder das Dorf wandert? Vielleicht ist ein Wanderdorf. So, wie werf ich sie? Wanderdorf. Wie werf ich sie? Restklick. Das sind Wanderdünen. Geht noch weiter. Ey, sag mal, du blödes Zombie-Ding okay. Hier. Entschärfen wir erstmal den Creeper, oder? Ja. Hallo. Also ich habe noch 250 Meter bis zum nächsten Dorf. Also bis zum ersten Dorf.
Okay, ich habe jetzt keine mehr, die hast du beide. Wo seid ihr jetzt? Hallo? Dorf 1, wo du hingeteleportiert hast, in der Nähe, nebendran. Kann ja auch dir, aber du kannst ja dann kommen, wenn wir das Ding gefunden haben. Hier ist wie die Savanne, hier sind wir doch lang, das ist doch verarsche. Das kann doch nicht sein. Verstehst nicht ganz. Meine Perle, Penner. Das ist auf jeden Fall, das ist auf jeden Fall unlogisch. Da hinten ist unser Home, hier sind wir hergekommen. Warum fliegt ihr jetzt in die Richtung? Vielleicht gibt's Achtung, mehr. Achtung, Achtung. Uiuiui, das war close. Gehen hier einfach nochmal hoch und werfen. Also jetzt müsste eigentlich gleich in Richtung Boden. Achtung. Also ich bin versuch, nein, nicht werfen. 20 Sekunden. Hm, schwierig. Ich hab's dann. Wir sind ganz Creeper. Nah, das hat nämlich gerade nochmal die Richtung geändert. Also ich bin jetzt ganz bei euch in der Nähe und ich also in der Nähe vom Dorf und ich sehe euch naja, nicht. Naja, wir sind auch schon weiter. Ich sehe dich auf der Karte. Ich sehe dich nicht. Bleib mal stehen. Du musst jetzt fast genau in den Norden laufen. Norden, also einfach geradeaus. Ticken westlich, aber Norden ist andere Richtung. Du läufst gerade weiter. Achso, ich bin in den Westen gelaufen, Entschuldigung. Jetzt bist du in den Süden gelaufen. Warte mal, da ist Norden. Genau, jetzt läufst du auf uns zu. kannst du mal werfen mit dir? Ja, das? Ja. Weil die hat jetzt wieder leicht die Richtung geändert. Das müsste. Wo ist er hin? Hin? Nach unten. Nach unten. Direkt im Boden, oder? Oh, ein pinker Creeper, wie süß. Ich sehe euch. Okay, Spaten mit. Raus. Oh, da hat einen Creeper Spaten dabei. Spaten raus. Aber großflächig, oder? Komm hier, haut mal auf den Creeper drauf. Der ist ja gar nicht weiter gefolgt. Ah, dann bin ich beruhigt. Wird hier jetzt so treppenmäßig. Dass wir immer einen Block lassen, sozusagen. Ich würde so wie in der Runde, genau so. Genau, hier sozusagen jetzt dann nach unten. Wir müssen halt den ganzen Sand hier, den restlichen auch mit abbauen, weil der eh nach unten fällt sonst. Ah, jetzt Sandstein, okay. Aber, ich würde sagen... Ich mache uns mal einen Aufstieg und wir sind am Ende einer Folge, oder? Wir sind am Ende einer Folge. Ihr seht in der nächsten Folge, ob wir die Festung finden, oder? Komm. Und hier ist das Ding runter. Ich hätte jetzt einfach nur eine runde Wendeltreppe gebaut, finde ich übersichtlicher. Ja, absolut. Mach ich doch. Du bist da unten drunter irgendwie hin und her, keine Ahnung. Eine Wendeltreppe baue ich doch. So, wer hat anmoderiert? Der darf auch abmoderieren. Ich hab anmoderiert, glaube ich. Demnach darf ich abmoderieren, finde ich cool. Ja. Ja, wenn ihr die Folge auch cool fandet, wir haben ja zwei Dörfer gefunden, Festungen. Noch nicht ganz, aber in der nächsten. Seht ihr, aber die wird hier irgendwo sein. Was haben wir noch gefunden? Tempel hat die liebe Kyrion gefunden. Ja. Also erfolgreich hier, voll die Explorer. Aber leider keine Diamanten in der Finden wir noch, finden wir noch. Gerade kommt noch. Wenn euch die Folge gefallen hat und ihr unbedingt morgen sehen wollt, wie es weitergeht, ob wir die Endfestung hier wirklich schon finden, lasst doch einen Daumen hoch da und dann sehen wir uns auch morgen schon wieder. Bis dahin, macht's gut. Tschüss. Tschüss.